fahren. Das hätte er eher sagen müssen. Thank you.
Scheiße. Jetzt rechts.
links abbiegen. In 200 Metern rechts abbiegen auf Bir Zaimanyo. Oder sollte ich nicht fliegen? Ja,
Beispiel ja keine Touristen aus Afrika. Was ja ganz offensichtlich ist, sieht man ja. Und diese Ungleichmäßigkeit, das wollte ich nur mal erkunden. Wollte ich gerne mal jetzt scharf links abbiegen. Von einem Italiener mal erklärt bekommen. Und das wurde mir nicht gekannt. Nicht, leider nicht. Da haben sie ja alle geguckt an meinem Auto, was für ein Motore das da drin ist. So echt große Motore, Yamaha. Oh, danke. An der großen Kreuzung rechts abbiegen. Ich habe mir eine schöne Reise gewünscht und das wünsche ich mir selber auch. Und ich habe ihm gutes Geschäft gewünscht. Denn das war eigentlich für dieses Klima und so, diese Lage, war relativ wenig los. Jetzt rechts abbiegen. War nicht so, dass nicht so richtig was. Ne? War ab und zu, aber immer nur kleine Mengen. Ja, verlassen. Jetzt kommt uns da irgendwie wenn es so eine Verbindung, Flugverbindung gibt vielleicht. Als Udine, dass Udine gar einen Flughafen hat beispielsweise, das kann ja sein. Ich weiß es nicht. Willst du noch wissen? Hier jedenfalls ziemlich italienisches Gebiet. Ja. Sagen wir einmal ein Hello, how are you, where do you go? Aber nur die Ausnahme. Ansonsten immer Buongiorno. Da das aber jetzt weil ich jetzt gerade ein Eis esse, kann ich mich nicht darauf konzentrieren. Lidl-Markt gehen und holst dir da mal so ein Chewab-Shishi, das ist alles fertig schon.
Das war ein Fiat 500, Alter. Ganz selten zu finden. Das ist praktisch das Konkurrenzmodell von meinem. Den Kreisverkehr an der dritten Ausfahrt verlassen. Abbiegen.